Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdom Come Deliverance. Sind hier bei der Mühle. Man kann ja Peschet schon sehen, wie er da steht. Der steht da immer irgendwie gegen so eine Tor gelehnt oder was auch immer. Gegen eine Wand gelehnt. Hier ist unser liebes Pferd. In der letzten Folge hat unser Held Heinrich eine Prügelei. Also er konnte einer Prügelei nicht aus dem Wege gehen, kann man sagen. Weil er so ein komischer Knilch nämlich Therese angebaggert hat in der Schenkel. Auf übelste Art und Weise. Auf übelste Art und Weise, ja. Ja. Und weil das so schön war, dass die Prügelei, dachte ich mir, wir haben ja noch Prügeleien offen, die wir erledigen müssen. Da gehen wir uns doch mal ein bisschen weiter prügeln. Ja. Du musst immer erstmal in einen Rhythmus kommen, wenn du dich prügelst, ne? Das habe ich gesehen, am Anfang war das ja echt die Schwierigkeit, aber dann warst du ja auch nicht ruckzuck vorbei. Das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Hast du irgendwas gemacht in der Pause? Ja, ich habe meine Kiste mal wieder ausgeräumt, da war doch einiges zum Verkaufen drin. Mhm. Und wie man sieht, habe ich hier aus dem Topf genascht, der gibt mir nichts mehr. Und wie geht es dir, Heinrich? Na, ihm geht's gut. Danke. Ja, und dann habe ich mir ein paar Tränke gebraut. Ich habe hier drei Ringelblumen aufgesät in der Tasche. Und im Pferd sind auch noch ein paar. Im Pferd, ja genau. In den Satteltaschen, ja. In der Satteltasche, ja. So, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe ein bisschen trainiert mit Bogen und auch Schwertkampf. Mhm. Gut. Und wie man sieht, haben wir jetzt Stärke 2. Da dachte ich mir, könnte man auf jeden Fall den Packesel, dass du mehr tragen kannst, benutzen, ja, damit ich mehr schleppen kann. Mhm. Moment mal, Schädelbrecher, was war das? Aber ja, natürlich. Ja damit. Klingt gut, Schädelbrecher, ich ja. Geb dir einen Schädelbrecher. Ah, Schädelbrecher, genau. Mhm. So, dann, Du brauchst 10, glaube ich, für das eine Schwert, oder? Stärke 10, da fehlt dir noch was. Nee, das habe ich verkauft, das war nicht so toll, wie es ausgesehen hat. Ach ja, auch gut. Also hast du immer noch dein Händler? Das hatte gute Werte auf Schlag, aber saumäßig auf Stich und das fand also ich. Also hast du so jetzt gut. Im Grunde nur dein Händlerschwert nach wie vor? Ja, ich habe nach wie vor das Händlerschwert. Moment, ich glaube hier war was. Mal gucken. Ja, das gefällt mir ja. Gut. Waffenbrecher. Nee, das gefällt mir nicht. Ich will doch, dass die Waffen, die ich ja beute, in gutem Zustand sind. So, war noch irgendwas? Mal gucken. Alchemie, nee, was hast du? Nee, da habe ich alles. Da muss ich alle bei allen noch warten. Die Eigenschaften, die fallen mir nicht. Gut. Dann guckt man mal, wo müssen wir denn hin? Wo treibt er sich um? Habe ich den nicht aktiviert? Nee, offensichtlich offenbar nicht. Mehr. Dann sollte ich das mal tun. Das war ja nur Aktivität. Jawohl, los, verpasst mir eine. Aha, Milan ist da oben und Löckchen ist hier. Aber du musst ja Löckchen zuerst gleich schlagen. Rechts, ja. Wie heißt du? Du heißt das Beran. Ist Beran. Hm? Ach, dann gehe ich doch mal die Leiter runter. Lass ihn erstmal runtergehen. Ja, ja. Leiter benutzen. Ich meine, hier haben sie sich ja niedergelassen. Ja, das ist ja wie so ein kleines Flüchtlingslager. Wirklich
ganz toll gemütlich hier in der Gegend. Vor allem wenn es regnet, ist das richtig nett. Das ist Tonda. Hieran hatten wir vorhin schon. Ja. Das ist der, der runtergegangen ist. Ja, am Schweine haben selber nichts, da werden wir nicht ihre Truhen aus. Ja, also das finde ich auch irgendwie ein bisschen wert. Und dann hätte ich sogar irgendwie... Aber Heinrich ist schrecklich hungrig. Naja, gehen wir mal davon aus, dass du jetzt nicht gleich leerfrisst, in Anführungsstrichen. Er hat ihn ja schon was gebracht. Okay. Zu essen. Ja, das ist wirklich urgemütlich hier, ha? Ja. Das ist nicht Leckchen. Bartek. Das ist Bartek. Wo ist denn Leckchen verflixt? Ja, weiß ich nicht. Gibt es da keinen... Hier gibt es keinen Marker auf dem... Antonia. Antonia. Die schläft. Das ist ja auch eine von den Wasserträgerinnen. Ja. Bettler. Nochmal Karte gucken. Der rennt irgendwo rum. Ja, genau, der rennt jetzt da oben rum. Aha. Wenn ich da die Leiter runtergeklettert bin, ist der da oben rumgelaufen. So, aber Milan. Na Heinrich, geht dir schon wieder die Puste aus? Da. Hallo. Das ist Löckchen. Aha. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein, aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Ja. Zwei Groschen. Na du, Pfau. Können wir uns gerade noch leisten. Kannst du mal sehen. Hey, pass auf, der kommt schon. Naja, so richtig beliebt ist er ja wohl nicht, unser Freund. Heinrich, also nicht überall. Das ist wahrscheinlich Neid. Naja, viel hat er ja nicht drauf. Nee, du hast jetzt das Geld gewonnen, was er eigentlich gut brauchen könnte. Tja. Man kann ihn schon verstehen. Letztendlich, wie man so sieht, geht's dir ja nicht schlecht. Du bist gut angezogen, du hast genug zu essen. Apropos angezogen, das war ein gutes Stichwort. Hast du deine Schuhe wieder ausgezogen? Ich habe mir was... Nein, ausnahmsweise bin ich vorsichtshalber mit den Schuhen ins Bett gegangen. Aber ich habe was gekauft. Aha. Ein Kettenhemd. Ich habe nämlich festgestellt, wir haben gar kein Hemd. Aha. Und da dachte ich mir, ist ein Kettenhemd doch ganz passend. Ja. Das erhöht doch ganz gewaltig. Was siehst du dafür aus? 27, 28, 15. Körperrüstung. Siehst gar nichts aus. Ha? Auffälligkeit ist 54, Geräusche die 100. Die stört mich ja in dem Moment nicht. Mhm. Beim Kämpfen ja, das recht. Mit ja, Schwert und Schild, da sind mir die Geräusche und Auffälligkeit doch ziemlich natürlich egal. Da habe ich hier, wenn es elegant sein muss, habe ich hier einen Filzhut, Jagdstiefel muss man gucken, wow, einen dunklen Wappenrock, damit wir uns im Dunkeln besser verstecken können. Kein Wunder, dass er sich Pfau genannt hat. Hallo, du Pfau. Aber immerhin. So, meine, das ist aber jetzt ganz blöd. Was ist das denn hier? Sind ja auch Zelt? Ja, das ist doch das untere Lager. Ach so. Ich spiele mal wieder falsche Tasten drücken. Ja. So, da müssen wir nämlich den ganzen Weg hier zurück und wieder hoch. Das ja mache ich lieber per Schnellreise. Ist zwar in Spielzeit länger, wie wenn ich zu Fuß laufen würde. Jedenfalls sehr bekannt, Heinrich, ja? Hallo Heinrich, alle kennen ihn. Ja, alle kennen ihn. Selbst da, wo er noch nie war,
wo alles in den Wolken versteckt ist. Ja. Selbst da kennen sie ihn alle. Bekannt wie ein bunter Hund, hä? Ja, sieht auch reichlich bunt aus. Ne? Nein, nein. Heinrich sieht toll aus. Und woran kann man eigentlich sehen, wie schwer du bist? Ist mir noch gar nicht so die aufgefallen insgesamt. Ja. Wo? Links unten steht, wie viel Gold ich habe. Links unten? Wo ist 1700, also 1,7 Grad, 1,700 Groschen. Und ich bin 101,8 von 137. Das war auch nötig, die 137 jetzt, dem Packesel. Weil das Kettenhemd ist doch, wie man sieht, verdammt schwer. Das wiegt schon 19 und wir haben gerade um 20 mehr Tragfähigkeit gekriegt. Naja, und so wie er angezogen ist, es sieht doch schon aus wie ein Ritter, ne, inzwischen. Ja, deswegen sagen sie alle Herr Ritter zu ihm. Hast du dich halt heute schon gewaschen? Ich war auch im Badehaus. Aha. Aber das war schon gestern. Mal sehen, ob der Wasserdruck noch was bringt. Hier sehe ich auf Anhieb keinen. Hier ist ein Druck. Können wir ja mal gucken. Nein. Das Badehaus wirkt noch. Also du bist so sauber, wie du nur sein kannst. Abgesehen davon, dass du dann noch ins Badehaus gehen kannst. Sag mal, wo treibt sich denn Milan rum? Ich weiß nicht. Ich meine, wo treibt sich Milan denn sonst rum? Ich meine, wo ist... auf der anderen Seite von der Stadt normalerweise. Aha. Na gut. Da ist er. Das ist er, da wart schon auf die Höhe. Bist du Milan? Jawohl. Ja. Gott sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Lass uns kämpfen. Wir. Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe 1-2 Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. Na, wollen wir den doch erleichtern, oder? Tja, ich hoffe, du schaffst das. Mann, das sind ja Wahnsinnseinsätze hier. Na, 4 Groschen. Kannst du mal sehen. Hey! Mann, das ist ja der... Das stärkste von mir. Dann bist du eigentlich gut blocken. Und jetzt auf die Nase. Mal wieder deine Ausdauer. Ja. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ah, armer Milan. Hat schon gewonnen. Na gut, du hast ja ganz schön was gewonnen. Du hast gewonnen. Sollen wir ihm seine Mütze klauen? Nein, natürlich nicht. Es reicht ja aus, dass du ihn töten kann man den auch. Na, das finde ich ja fürchterlich. Das machen wir aber nicht. Nein, ich habe sowieso eine schicke, coole Mütze. Wo laufe ich denn wieder lang? Hier ist die Straße. So, das wäre erledigt. Dann könnten wir den Ring endlich mal zu dem anderen Müller bringen. Ja, das könnten wir endlich mal machen. Damit wir das endlich mal abgehakt haben. Hä? Questlock. Ach, Mehrkämpfe? Nein, das reicht jetzt erstmal. Ja, das schon der Mehrkämpfe, aber jetzt. Quest. Der ehrbare Dieb, da ist er. Dann halt. Ach so, ich muss erstmal auf die Karte gehen. Hier. Ich wollte mir nämlich hier eine Marke setzen, weil ich wollte hier hochreiten. Dann sind die Wolken weg. Und dann gehen wir hier rüber. Das passt. Na gut. Ich bin für alles offen. Ich wollte gerade schreien, Plätze, aber. Pebbles. Das ist so von Witcher so drin. So, er lebt noch und läuft weiter. Gut. Ja, klar. Er läuft von dann. Wir sind doch keine Totschläger.
Nein, das fand ich so niedlich mit dem Henker, ne? Wie er sagte. Ich meine, das ist nur wie ein Todesurteil. Also wenn jemand ihm, ja, soll ich sagen, wenn es amtlich ist, dass er das machen muss, ja? Ja. Dann tut er es aber doch nicht einfach so. Genau. Ja. Kein Totschläger. Halt nicht ganz so schnell. Da müssen wir jetzt aufpassen. Nach der Mühle müssen wir jetzt erstmal hier auf der Straße bleiben. Und dann muss links irgendwo eine Brücke kommen. Da, na, Pebbles. Ja. Die hat immer ihren eigenen Kopf. Komisch, bei dir haben die Pferde immer einen eigenen Kopf. Na ja, gut, der ist ein großer Kopf, warum soll sich auch ein eigener Kopf? Genau. Ah. War hier nicht irgendwo noch ein Fragezeichen? Nö. Nö. Ja, nicht. Hä? Was ist das denn? Was denn? Ach, das komische Zeichen hier. Ach, eine Fischfreude. Oh, hier könnte man Fisch klauen. Hm. Klauen? Naja, ich glaube nicht, dass die für die Allgemeinheit da ist. Meinst du nicht? Da ist sie herrenlos. Was ist das? Ah, kennen wir bestimmt schon alles hier. Nee, Bildstock kennen wir noch nicht. Da müssen wir absteigen. Ja. Ah. Oh, Thomas Henry Joseph Douglas. Das muss ein Adliger sein mit so vielen Vornamen. Kann das nur ein Adliger sein? Stimmt's? Na, oder jemand, der nichts anderes hat außer Namen. Ich konnte dir nichts vererben, aber ich kann dir viele Namen geben. Nun ja. Ein Nest. Ein Nest. Wo ist... Ich sehe es. Da ist es, ja. Das ja, sieht ja aus wie ich muss nur Maß nehmen. Ach, ich habe ja trainiert. Mann, das vergesse ich doch immer wieder. Und das heißt? Pfeile. Ach so. Anzulegen. Mhm. Komisch. Hatte ich da den Eschenbogen? Du hast nur 9 Jagdpfeile. Mehr Pfeile hast du nicht. Ja, aber Pebbles hat noch ein paar. Okay. Ich weiß gar nicht, warum die Katzenwaffe. Ach so, ja klar. Was Faustkampf, denn? Da legt er doch ja, alles natürlich. Ab. Mhm. So, auf ein neues. Das war gut daneben. Trachten wir es als Training. Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Nee, nein, das ist überhaupt nicht einfach. Hin. Das ist ganz schön hoch oben hier. Ja, natürlich. Aber wenn du da rüber schießt, meinst du, dass immer es dann trifft? Erstmal wieder die Ausdauer kommen lassen. Sonst hat das gar keinen Zweck. Ich meine, man muss ja immer mehr wieder üben. Ne? Aber ich glaube, so wird das nichts. Nee, so wird das nichts. Der muss noch einen Tuck höher. Ich krieg das heute noch. Wir haben noch Zeit. Der Tag ist noch lang. Nee, Mann. Schon lustig, dass die Ausdauer wieder hier verschwindet, allein wenn man Maß nimmt. Ja. Naja, man muss den Bogen ja spannen. Ja, das war aber knapp daneben, vermute ich. Aber das. Wenn da nur ein Groschen drin ist. Daneben ist auch daneben, richtig? Ja. Sag mal. Sackelzement. Vielleicht geht es von der anderen Seite besser? Nee, bestimmt nicht. Man kann es probieren. Du kannst hochklettern. Kannst du da hochklettern? Schön wär's. Ich wollte jetzt wissen, ob es wirklich ein Nest ist. Ich habe schon dran gezweifelt, aber es ist wirklich ein Mist. Ja, probieren wir es mal von hier. Ja. Nein, Mensch.
Du hattest nur 9 Pfeile. Inzwischen hast du, weiß ich nicht, vielleicht noch 1 oder 2. Oh, das war knapp. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Das war jetzt aber... Und das war wieder links daneben. Ja. Ah, warum geht denn das so weit nach links rüber immer heute? Starker Wind, hä? Naja, windig ist es auf jeden Fall. Das kann man ja sehen am Baum. Ja, du hast es geschafft. Wahrscheinlich mit dem buchstäblich letzten Pfeil, den du da hast. Und jetzt war eine Silberkette. Eine Silberkette. Na, immerhin 184. Nutze doch, 184. Ja. Meins. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Pfeile noch übrig hast. Ja. Oder nimmst du die automatisch aus der Satteltasche dann, oder wie? Nee. Einen hast du noch. Das war der zweitletzte Pfeil, das gebracht hat. Na schön. So. Ja, Wettkampfpfeile. Ich weiß gar nicht, wo wir die her haben. Na, wahrscheinlich ist von mir dem einen. Völlig wurscht. Wahrscheinlich von dem einen Dings hier. Als du da das mit den Klötzen gemacht hast, oder? Nee. Ich glaub nicht. Nö. Naja, ist doch wurscht. Keine Ahnung, wo die her sind. Hauptsache, wir haben sie. Na gut, aber kann man damit jemand was treffen? Pebbles. Ja, die sind doch gar nicht schlecht. Hier, guck. Die Jagdpfeile haben 80 Schaden und die Wettkampfpfeile machen 100 Schaden. Das ist nicht übel. Ja, ich weiß zwar nicht, was die anderen Eigenschaften sind, ob die nicht so weit gehen oder was weiß ich, oder ob man damit nicht so gut ziehen kann. Auf jeden Fall sind die Wettkampfpfeile billig. Ja. Das kann auch sein, dass ich die mal zum Üben gekauft habe. Ja. Ha. So. Guck mal, die Wolke ist weg. Und hier ist ein Ziel. Ach, das war das Ziel, was du dir gesagt hast. Mhm. Ja. Naja. Mhm. Okay. Okay, wir reiten jetzt mal hier lang. Und was ist das hier? Gut, halt, was war das rechts? Ich habe mir da oben eine Marke gesetzt, um die nächste Wolke noch wegzuschieben. Naja, das ist mir schon klar, aber hier war irgendwas, das sah aus wie Wegweiser oder so, aber ist jetzt egal. Jetzt bist du schon lange dran vorbei. Jetzt reit irgendwo anders hin. Ich werde es jetzt auch nicht mehr finden. Zeig her. Keine Ahnung, ist geh wieder zurück, ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ja, gut. Rechts gucken, rechts. Na, nicht hier rechts. Da rufst du genau drauf zu. Ja, hab's. Ja, muss man aufpassen. Was ist das? Das sieht man ganz gern. Aber ich fürchte, das ist nur ein Ja, aber ich wollte es wissen. Hätte ja was anderes sein können. Klar. Hat sich ja angeboten, da zu gucken. Ja! Wow, guck mal, wie schnell sie kann. Und das auch noch ausdauern. Ja. Und springen kann sie, wie ein junger Gott. Guck mal, da drüben ist ein Haus. Ja. Vielleicht eine Farm. Ja, schon möglich. Hier kommen wir wohl nicht rüber. Das ist keine Furt. Hier jedenfalls nicht. Sieht nicht so aus. Also eine Furt wird es bestimmt gucken, geben oder eine Brücke. Hier rüber geht. Oder? Hier ist es zu tief. Ja, muss okay. Herkommen. Ist in Ordnung. In Ordnung. Aber wir müssen jetzt die Wolke entfernt haben. Ja. Die Wolke ist da ist eine Furt, ich sehe sie. Ja, und diese jetzt geht es bis hier runter, da kann ich mir hier wieder eine Markierung machen. Ist ja richtig schön. Ja, ist toll hier am Fluss entlang. Ich sage ja, ich könnte hier stundenlang nur spazieren rein. Aha. Sühnekreuz, gucken. Jawohl, Sühnekreuz. Na, wer muss die hier sühnen?
Der Michael Hopfenmüller. Guck mal, hier ist eine Furt. Ein Unfallauto. Ist das gar nicht Unfall? Na, normalerweise steht da ja sowas. Jo. Ist aber nichts. Warst du schon mal hier? Nee, wissen wir jetzt gar nicht. Weil ja. Ich meine. Eher nicht, hä? Also, wenn du Sühnekreuz hast du ja noch nicht entdeckt und das. Sagst du ja normalerweise. Nee, also, warst du hier noch nicht. Hier waren wir noch nie. Also, auf jeden Fall ist hier auch kein Totenkopf. Und bei diesen Unfällen, Unfallorten, ist ja immer ein Totenkopf. Das wird einfach nur so zusammengebrochen und. Was weiß ich. Ach, keine Ahnung. Darüber muss man sich ja keine Gedanken machen. So, wir müssen jetzt hier am Fluss entlang. Ja. Die Furt hier war nämlich gar nicht auf der Karte angezeichnet. Mhm. Aha. Ein Nest. Ein Nest. Wo nestelt das Nest denn? Ich sehe aber hier erstmal nichts. Da ist es. Ja. Oje, ob ich das jemals finde? Doch, das findest du doch. Okay. So. Mal probieren. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Gemacht. Na. Ich muss schon sagen, Pebbles, du lebst gefährlich, aber es war okay. Ja. Und wo ist es jetzt? Ja, das ist jetzt die große Frage. Das ist eine Diesel, Diesel. Kannst du auch mitnehmen. Ja. Steck den Bogen weg. Aber es müsste ja eigentlich unter diesem Ast irgendwo liegen. So weit weg ist es nicht. Ja, aber es ist alles ganz schlecht zu sehen. Weil es so dunkel ist, ja. Das Nest runtergeschossen, aber wir finden es. Ein zerbrochener Turnierpfeil, den müssen wir wohl nicht aufheben. Nest untersuchen. Ja. Silberring, und ein gut. Silberring. 184. Na, das lohnt sich ja heute glatt. Entschuldige, Pebbles, habe ich dich über den Haufen gerannt? Das war bestimmt Krähen. Oder Dohlen, oder Raben oder irgendwas. Ja. Und was haben wir hier? Eine Karte. Also was ähnliches. Ja. Mühle, so eine kleine entdeckt. Mühle. Ist das die Mühle, die wir gesucht haben, Lena? Ich würde sagen, ja. Ja? Na gut. Kann, ja, das stimmt. Wir müssen haben ja Marker. Wir uns jetzt waschen? Ja. Ja, jetzt können wir uns. So wie das hier aussieht, würde ich sagen, dass es keine Rolle spielt, wie du aus. Doch. Bist du der Müller hier? Müller Wojcik. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja. Okay, der kauft auch die Klaute Ware. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Ja. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Ja, warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwer es war, ihn zu beschaffen? Herr Scheck sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Mhm. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Das haben wir uns schon gedacht. Sie müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Nun, wen sollen wir umbringen? Oder wen sollen wir beklauen? Auch mit umbringen, glaube ich, haben es die Müller nicht so. Nein, aber das Klauen, Diebe. Das ist schon eher ihrs. Das sind eher Diebe oder Hehler. Kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Natürlich können wir das. Genau. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Genau. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte... Nie. ...ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst... Ja, so nennt man das. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es
aufbewahrst und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Oh, ist doch gut. Hm? Klar, gut. Sowas braucht man nicht. Fehler sind wichtig. Ja, ich nehme an, er hat einen Auftrag für uns. Ja, bestimmt so ein Klau. Kann ich irgendwie behilflich sein? Bestimmt. Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Och nee. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen. Und ich bekomme meine Genug. Finde ich aber nicht so gut. Du? Mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. Da wird man noch mal gründlich drüber nachdenken müssen. Annehmen können wir ja. Ja, kannst du machen. Ja, in Ordnung. Wir haben ja in Palmberg schon mal in der Waffenkammer. Na gut, aber darum geht's doch gar nicht. Der peitscht den aus und der kann nichts dafür, der Typ. Also der wird ein Unschuldiger ausgepeitscht und auspeitschen ist nicht gerade so was Schönes. Das wollen wir eigentlich nicht. Nö, das will ich auch nicht. Genau. Ja, dann wird der ausgepeitscht. Nee, also ehrlich. Ja, Gott behüte dich nicht. Okay, gut, dann mache ich jetzt Schluss. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Ciao. Tschüss.